Also der SV Frisia ist einer der größten Breitensportvereine in Nordfriesland und wir bieten eine ganz große Palette an Sportmöglichkeiten, aber wir machen auch einige Veranstaltungen, in denen wir uns öffnen für ja, die Menschen in unserer Umgebung. Heute veranstalten wir das Miteinander füreinander. Ja, wir haben hier einen Rundlauf mit abwechslungsreichen Spielen. Sportliche Herausforderungen sind dabei und ja, Glück und Geschick werden eigentlich gleichermaßen hier eingefordert. Und mitzubringen sind letztendlich nur Hallensportschuhe und gute Laune. Zu mir gekommen ist jetzt Jugendwart Jan Friedrichsen. Kannst du uns ganz grob erklären, wie dieser Spiel- und Sportnachmittag hier heute funktioniert, von den Spielregeln her? Ja, also Ziel ist es einfach, dass verschiedene Spiele gemacht werden, wo wir gemischte Gruppen haben, wo einfach ja, behinderte und nicht behinderte Kinder und Erwachsene ja, eigentlich ein Gruppengefühl erleben, was zusammen machen. Welche Spiele sind denn hier vorbereitet für die Teilnehmer? Also man kann es hinter uns ja so ein bisschen sehen. Geht zum Beispiel los mit Kegeln, auch eine Sache, die man nicht ganz so häufig macht. Wir haben das Toren, also wirklich viele ganz verschiedene Spiele, wo dann Geschicklichkeit, auch manchmal mit Glück, mit dem Glücksrad zum Beispiel, also wo wirklich viele verschiedene Fähigkeiten ein bisschen gefordert sind und wirklich einfach mal ausprobieren kann. Ist auch was zu gewinnen? Ja, also wir haben schon für alle kleine Preise, also die kriegen jeder eine Urkunde, ihren Spielerzettel, wo die Punkte nachher drauf sind, dann pro Gruppe noch Preise, dass jeder ein bisschen was mit nach Hause nimmt, hat jeder noch so eine Brosche, wo sein Gruppenname drauf ist. Bestimmt eine tolle Erinnerung. Ja, hoffe ich. Super, vielen Dank. Du hast dich auch ganz stark darum bemüht, den Kontakt zu den Einrichtungen herzustellen, die uns hier besuchen an diesem Miteinander-Füreinander-Tag. An wen hast du dich da gewandt? In erster Linie sind wir an die Schulen herangetreten, an die Schulen natürlich aus dem Dorf in erster Linie. Dann haben wir über Kontakte, über Lehrer die Schulen in Niebel mit angesprochen. Aber wir haben dann auch Einrichtungen eingeladen, nicht nur die Schulen, sondern die Behinderteneinrichtungen aus Niebel in erster Linie, weil die da ansässig sind, wie Möwiger Werkstätten, die Stiftung Ulebüll, im Haus am Mühlenteich in Bredstedt, die soziale Einrichtung Nordfrieslands und den Freizeitclub der Karl-Ludwig-Jessen-Schule. Und wie war die Resonanz? Haben die sich größtenteils bei uns dann gemeldet? Die Resonanz, glaube ich, ist ganz gut. Wir haben doch über 30 hier Behinderte hier in unserer Halle und ich glaube, damit können wir sehr gut zufrieden sein. Corinna Slobinski ist die erste Vorsitzende des Jugendausschusses des SV Frisia 03 und ja, mit dabei hier im Organisationsteam ganz vorne für Miteinander, Füreinander. 30 Jahre, 1984. Fand das erste Mal diese Veranstaltung statt, richtig. Unter anderem mit Johannes, genau. Der das hier ins Leben gerufen hat. Der kam, ja. Hat geholfen, die Kirchengemeinde war früher noch mit dabei. Die haben wir dieses Jahr Pfadfinder, ein bisschen, zwei, drei Leute, die uns unterstützen und, ja, und der Jugendausschuss. Ja, und 30 Jahre später, wie erfüllt einen das irgendwie, denkt man ja, toll, dass es das noch gibt oder wie oft findet das denn statt eigentlich? Ja, also wir versuchen möglichst alle zwei Jahre das hier zu organisieren. Letztes Jahr haben wir leider es verpasst, aber dafür dieses Jahr wieder. Und wie man sieht, voller Erfolg und viele Kinder, Erwachsene, Behinderte anwesend. Einfach klasse, bringt Spaß. Eine Mitgliedschaft für diese Veranstaltung in unserem Verein ist nicht erforderlich. Natürlich sind trotzdem alle Teilnehmer hier versichert. Neben dem breiten Sport und einigen Leistungssportgruppen stellt sich der SV Frisia 03 auch gesundheitlichen, kulturellen und sozialen Aufgaben des Gemeinwesens. Dazu gehören dann selbstverständlich Jugend- und Seniorenarbeit sowie auch eine Veranstaltung, wie sie heute hier stattfindet.